Hallo Leute, da ist der Manny und ein merkwürdiger, komischer, großer Typ in einem blauen Anzug. Wollen wir mal gucken. Stellen wir uns erstmal vor, genau, höflich sein, immer höflich sein. Ich bin Calavera, Manny Calavera. Ich heiße Glottis. Ich krieg nicht so viel Besuch. Hey, ich habe eine Nachricht für einen Mr. Calavera. Ihr Fahrer lässt ausrichten, dass Mr. Hurley gesagt hat, dass er den Rest des Tages frei haben könnte. Domino hat meinen Fahrer heimgeschickt? Ja, nett, nicht wahr? Der hat meinen Fahrer heimgeschickt. Das ist ein olles Kollegenschwein. Mobbing in der Totenwelt. Glottis, das ist Glottis. Glottis. Ist das ein Schweizer Name? Oh nein, meine Wurzeln entstammen keiner irdischen Nation. Ich bin ein Elementargeist, der aus dem Reich der Toten beschworen wurde und dessen einziges Verlangen es ist, zu heizen oder Öl- und Keilriemen zu wechseln, wenn gerade kein Fahrerjob offen ist. Alles klar. Mechaniker-Dämon, die gibt's hier bei uns auch. Die arbeiten alle bei ATU. Entschuldigung, liebe ATU-Angestellten, ich weiß, ihr seid alle sehr fleißig. Ist ein doofes Klischee. Nette Hütte hast du da, Kumpel. Nette Hütte? Ah ja? Möchte wissen, wie nett sie finden würden, wenn sie den ganzen Tag drin eingesperrt wären. Ja, okay. Bist du eigentlich Fahrer? Hey, bist du Fahrer? Ich? Ha! Nein! Nein! Ich fahre nicht. Ich schraub nur dran rum. Okay, ein Schrauberling. Aber ja, genau, das ist eine gute Frage. Wenn du deinen Job hast, warum kündigst du dann nicht? Es ist nicht nur ein Job. Ich bin dazu geschaffen worden. Wenn ich mich auch nur so weit von Autos entferne, werde ich krank und sterbe. Ich bin nur dann glücklich, wenn ich diese dicken, schwarzen, stechenden Abgase einatme. Schwer vorstellbar. Süß, wie er mit den Öhrchen immer wackelt, ne? Und sehr gesunde Zähne hat er auf jeden Fall. Aber, ja, mein Fahrer ist ja, ne? Wie sieht's denn aus? Sieht aus, als bräuchte ich einen neuen Fahrer. Oh! Dem kann ich zustimmen. Ja, den brauchen Sie. Ja. Kannst du meinen Fahrer vertreten? Ich? Oh, nein, sorry. Geht nicht. Vorschriften. Ach komm bitte, ich muss doch zur Chili-Pups-Vergiftungsparty. Komm schon, Glottis, du musst mich fahren. Nein, ich kann nicht. Ich bin zu dick. Du bist zu dick. Nein, du bist nicht dick, mein Freund. Das ist doof. Das ist, ja, komm. Das ist am besten, finde ich. Das ist diplomatisch. Du bist nicht zu dick. Die Autos sind einfach zu klein. Ja, diese verdammten Kleinwagen. Hey, das bringt mich auf eine Idee. Ich könnte Ihren Wagen ein bisschen frisieren. Ein paar Schweißarbeiten hier und da, damit er in der Taille nicht so aufträgt. Allerdings darf ich die Autos nur mit einem Auftrag von oben verändern. Sonst bin ich meinen Job los. Einen Arbeitsauftrag? So. Ja, genau. Hier darf man ohne Unterschrift vom Boss nicht mal allein auf die Toilette gehen. Hey, das ist doch genau mein Ding. Leute zum Unterschreiben bringen. Bin sofort wieder da. Genau. Ja, zu genau. Eng. Bin gar nicht zu fett. Irgendwie ist hier alles zu eng und zu klein. Genau, Kumpel. Habt ihr seinen wahnsinnigen Blick gesehen, als er davon erzählt hat, dass er unsere Kalle aufbocken will? Ach, wunderschön. Hast du geguckt, Manny? Da hat er geguckt. Ein Werkzeugschrank. Dadurch wird es auch nicht unterzeichnet. Ach so, ich muss das erst wegstecken und... Verschlossen. Okay, verschlossen. Hey, Manny! Ey. Ist der Auftrag schon unterschrieben? Nein. Geht es nicht auch ohne? Aber das kann mich den Job kosten. Manny, wenn ich meinen Job verliere...
Hey, keine Sorge. Mach du dich einfach wieder an die Arbeit. Ja, bleib ich lasse mir den Wisch unterzeichnen. Genau. Irgendwie. Ich weiß schon wie. Habt das gesehen? Ich wusste, dass es zu was gut ist. So, da wollen wir das gleich mal erledigen. Wie heißt sie nochmal? Ich wollte gerade ihren Namen rufen, aber ich weiß nicht mal mehr, wie sie heißt. Mona? War das Mona? Ich kann mal angucken. Es ist Eva. Eva. Die Sekretärin meines Chefs. Oh, es ist Danny, der Prügelknabe meines Chefs. Ja, der Prügelknabe. So, jetzt können wir erstmal hier so ein bisschen kombinieren üben. Jetzt gehen wir hier ins Inventar rein und suchen diesen Auftrag. Was ist das? Ich muss dieses Formular unterschreiben lassen. Okay, das ist es. Alles klar? Raus aus dem Inventar. Eva. Eva, der Boss muss mir unbedingt diesen Auftrag unterschreiben. Na gut, ich versuch's. Mr. Copal, Mr. Calavera hat hier etwas, das er von Ihnen unterzeichnen lassen möchte. Ah, verflucht, Eva! Unterschreiben Sie es selbst, ja? Ich hab zu tun! Du musst ihn entschuldigen, Manny. Wahrscheinlich hat er heute ein besonders schweres Kreuzworträtsel. Ich bin beeindruckt, Eva. Wusste nicht, dass du solche Handlungsbefugnis hast. Wir alle haben unsere Geheimnisse. Hey, das Ding steht mir was. Ja, es heißt ja, schwarz macht schlank. Ich fahre. Ja, ich fahre. Ja. Por favor! Da wäre ich ja zu Fuß schneller gewesen. Ich verpasse noch die Vergiftung. Sachen bei mir immer noch Gänsehaut. Alter Schwede, die sehen ja gruselig aus. Manny, guckst du den an? Schau sich einer diese Würstchen an. Ja, er guckt sie an. Ein Grinsen so breit wie die Klinge meiner Sense. Sieht das gruselig aus. Es ist die Angst vor dem Tod, die uns zu Monstern macht. Buh. Strange. Den Lebenden Angst einzujagen, verstößt eigentlich gegen die Vorschriften. Aber wir tun's alle. Aber bald komme ich sie holen. Wenn ich sie zu Tode erschrecke, werden sie zwar zu Kunden, aber mir hält man dann wieder einen Vortrag über unlauteren Wettbewerb. Ist klar. Was haben wir hier? Das Essen sieht lecker aus, muss ich schon sagen. Na, dann ziehst du hier rein. Hamburger kann ich nicht sensen. Kühe fallen unter die Zuständigkeit einer anderen Abteilung. Von Salat ganz zu schweigen. Ach, schön. Nur von einer hauchdünnen Hülle der Sterblichkeit gehalten, liegt diese Seele vor uns und wartet darauf, befreit zu werden. Und frei soll sie sein, dank einem Topf verdorbenem Chili und Manny Calavera. Wenn der echt am verdorbenen Chili draufgegangen ist, muss es in diesem Beutel ganz schön angenehm... Naja, ich gehe nicht weiter drauf ein. Nicht mit bloßen Händen. Ach so. Ich bin schließlich Profi. Ja, du bist der Sensenmann, genau. Schwing. So, mach auf. Schicker Bademantel. Aber wir haben noch andere Reisepakete im Angebot, wenn Sie... Sparen Sie sich das Geschütze. Ich will nur was Billiges und Ruhiges, mehr nicht. Eieiei.
Weißt du, Manny, ich könnte den Wagen etwas schneller machen. Ja, ja, mach, was du willst. Oh ja, wir verpassen ihm fette Auspuffrohre, legen ihn vorne tiefer und ziehen seinen Hintern etwas hoch. Oh, wow, 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 wow. So haben Sie es schön ruhig, Mr. Martinez. Und der Schaum, der entsteht, wenn ich die beiden Chemikalien mische, puffert sie wunderbar ab. Sehen Sie. Wenn ich es mir recht überlege, möchte ich doch ein anderes Paket. Sorry, Bruno, doch für etwas Besseres sind Sie nicht qualifiziert. Aber hier, ich schenke Ihnen diesen Becher. Nein, Moment. Haben Sie nicht was mit etwas mehr Beinfreiheit? Ich würde ja gerne helfen, Bruno, aber mein Boss ist unerbittlich. Das muss man auch sein, wenn man so faule Säcke als Angestellte hat. Manny, Sie könnten doch nicht mal einem Eskimo eine Pelzmütze verkaufen. Ich habe hier was verkauft. Ich rede von Luxuspaketen, Calavera. So wie die Domino verkauft. Wie soll ich denn anständige Umsätze machen, wenn Sie mir immer solche Luschen geben? Hey! Ach, jetzt sind's die Kunden, ja? Mir reicht's jetzt, Manny. Wenn ich im nächsten Verkaufsbericht bei Ihnen nichts Anständiges sehe, dann sind Sie raus, ist das klar? Auf der Straße, ohne Job. Nur Sie, der Anzug, Ihr breites Grinsen und verdammt viel Zeit. Wer ist hier eine Lusche? Also, ich sollte... Ich habe es satt, auf gute Aufträge zu warten. Ist ja nicht so, dass die hier zum Fenster reingeflogen kommen. Es wird Zeit, die Initiative zu ergreifen. Mensch, armer Manny, schon wieder so eine Lusche abgegriffen. Was sieht er denn da? Dieser Fahrstuhl führt in unsere Garage. Okay, alles klar. Ach, der Manny braucht Aufträge. Das war ja wieder so eine Flachschippe. Aber der hat immerhin, musste er nicht selbst laufen mit dem Wanderstock. Er hat immerhin eine Sitz-Liegemöglichkeit gehabt, ne? Was hat er da für ein Zeug reingefüllt? Komm, benutzen wir den Locher. Das hebe ich nicht auf. Ach so, das war nicht benutzen, das war Dingens? Dann... Darf ich den Locher benutzen? Mach doch, was du willst. Danke. Beruhigt ungemein, nicht wahr? Ja, absolut. Schätzchen, gibt's jetzt was Neues? Was machst du denn da für schreckliche Geräusche? Neue Schuhe. Hey, du hast eine tolle Vergiftung verpasst. Ja, und du einen großartigen Kunden. Domino ist mit einer Nonne zurückgekommen. Ichole, und ich habe nur einen kleinen, gemeinen Fiesling, der keine Prämie bringt. Naja, wenigstens arbeitest du für keinen. Ist klar. Eine Nonne hat er abbekommen. Irgendwas, naja. Ich kann meinen Fahrer nicht finden. Manny, du weißt, was zu tun ist. Stell dich nicht so dumm bloß, um mit mir zu flirten. Manny, hör mal, ich habe hier noch einiges noch viel zu tun. Okay, das hebe ich nicht auf. Achso, das hebe ich nicht auf. Gut, 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 gut. Wie kriegen wir jetzt... Oh, da ist die Tür offen. Da gehen wir jetzt als erstes mal rein. Hallo? Wer ist denn da? Habt ihr gesehen, die Tasse, die ihr ihm mitgegeben habt? First day of the end of your life? Ich find's einfach geil. Ah, meine gute alte Tür. Oh, wer bist denn du? Es ist Domino Hurley, der verschwitzteste Mann im ganzen Gebäude. Ah ja, okay. Ein guter Verkäufer muss schwitzen, Kelly. Und das weißt du. Kelly. Schwitz mal. Na, wenigstens schlägst du dich nicht mehr mit deiner Sauferei rum. Hey, Kelly, wie geht's, wie steht's? Ja, alles klar. Und? Wie lief's bei der Vergiftung? Nun, sagen wir, diese Schwester Calabesa hat eine geheime Leidenschaft für Züge. Du hast eine Nonne gekriegt? Amen. Und du hast ihr ein Ticket für Zug Nummer 9 verkauft? Tschu-tschu, kleiner Freund. Und, wie hast du so abgeschnitten? Unsympathischer, kleiner... Drecksack. Nee, wir wollen jetzt nicht... wir sind ehrlich, ne? Wir sind keine schlechten Verlierer oder so. Ich hatte da mal einen bösen Gnom, den ich als Päckchen schicken musste. Ah, Kopf hoch, Kumpel. Neuer Tag, neue Tote, nicht wahr? Genau. Jetzt pass mal auf. Ich muss dir noch was sagen. Schön, mein Junge. Lass alles raus. Du hast keinen Grund, dich vor mir zu fürchten. Ich glaube, Nee, das will ich nicht.
Weißt du, dies war mal mein Büro. Ja, ich weiß. In den Schubladen waren ein paar Comichefte, in denen dein Name stand. Ich will Ich will mein Büro zurück. Keine Sorge, du kannst dich noch lange genug daran erfreuen, wenn ich erstmal befördert worden bin und du noch immer hier rumhängst. Kleiner Drecksack. Ich glaube nämlich... Ich glaube, du führst irgendwas im Schilde. Genau. Ich werde diese Woche 4 Premium-Pakete verkaufen. Ich will das eigentlich gar nicht anklicken. Nee. Okay. Damit ist die Lektion beendet. Nun, ich danke dir für diese weisen Worte. Ja, ja. Ich hoffe, das ist nicht storyrelevant. Ich will ihm das nicht sagen. Aber fragen will ich ihn was. Ich möchte dich mal was fragen. Spuck's aus, Tiger. So, Ja, das ist eine gute Frage. Warum kriegst du immer nur die guten Kunden? Da fragst du den Falschen. Geh zum Spiegel und schau dir den Kerl darin lange und gründlich an. Nein, danke. Ich hab nicht halb so viel Spaß daran wie du. Das war okay. Was hast du getan, um diesen Job zu bekommen? Du willst wissen, was mein Erfolgsgeheimnis ist? Nein, ich meine, was hast du verbockt, um hier in der DOD zu landen? Welche Sünde hast du begangen und wie lange musst du sie hier abbüßen? Das könnte ich ebenso gut dich fragen. Leider kenne ich die Antwort nicht. Ich weiß immer noch nicht, was ich getan habe. Welch ein Zufall. Ich kenne meine dann auch nicht. Ist es eigentlich schwer, dem Boss so ganz ohne Lippen den Hintern zu küssen? Hey, wenigstens riskiere ich keine dicke Lippe. Ganz im Gegensatz zu dir. Alles in allem eine recht schlagfertige Truppe hier zusammen, ne? Das war alles, was ich im Moment wissen wollte. Komm ruhig zu mir, wenn du wieder mal was dazulernen möchtest. Ja, ist gut. Ich will ihn nicht als Partner und ich will ihm auch nicht die Kunden abnehmen, denn... Ich würde dir gern eins in die Fresse hauen. Oh nein, hatten wir das nicht schon auf der Weihnachtsfeier? Ah, das... Was war denn auf der Weihnachtsfeier? Kannst dich wohl an gar nichts mehr erinnern, was? Kleiner, vielleicht solltest du in Zukunft lieber bei Limo bleiben. Ah ja, okay. Dann mach's mal gut, Kumpel. Wir sehen uns im Limbus. Prima. Wir sollten das öfter tun. Ich finde, das sollten wir nicht öfter tun. Ein schmieriger kleiner Drecksack. Hier ist mit Sicherheit irgendwas faul. Der arme Manny wird hier total benachteiligt. Das gefällt mir nicht. Und warum das so ist, das finden wir mit Sicherheit raus. Vielleicht in der nächsten Folge von Let's Play Grim Fandango. Bis dahin, bleibt dran. Ich bleib's auch. Macht's gut. Tschüssi.